Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für euch den mittleren Douglas-Adventskalender, der 99,90 Euro kostet und einen Warenwert von 171 Euro beinhalten soll. Und oh mein Gott, der sieht so schön dieses Jahr auch wieder aus. Und ja, wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen mal reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe die Lichter hier mal nicht angemacht, weil meine Kamera dann immer so ein bisschen eskaliert. Aber wie schön sieht dieses Weihnachtsdorf aus. Man kann auch diese Brücken da reinstecken, die halten leider nicht ganz so gut. Man kann ihn super wiederverwenden. Ich finde, das ist halt immer wieder ein Träumchen. Ne? Und das ist echt hübsch und ja, das kann man auf sich wirken lassen. Ich stelle es mal in den Hintergrund und dann gucken wir mal, was sich da drin befindet. Unsere weihnachtliche Reise startet am 1. Dezember und das ist der erste Sonntag, steht hier auch drauf. Und erfahrungsgemäß und normalerweise, traditionellerweise haben wir hier auch immer Kerzen zu den Sonntagen drin. Smooth Violet, das ist eine ganz tolle Richtung. Das ist eine kleine Kerze. Ich glaube, die haben so 20, 25 Gramm. Das müssen wir mal schauen, wie das so dann auch aussieht. Normalerweise haben die auch so einen Wert von 5 Euro oder so. Aber letztendlich zählt ja auch eher die Pflege. Aber ich finde, das ist immer so eine kleine, schöne Sache, die man halt einfach bei Rituals jedes Jahr aufs Neue bekommt. Und ich mag die Kerzen. Etwas größer geht es am 2. Dezember weiter. Ich finde es immer, ich mag diese Häuser. Ich mag diesen Style. Das ist echt so on point. Precious Amber, das ist eine Handwash, also eine Seife ist es einfach. Ne? 110 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Und ich glaube, das ist so eine Seife, wenn ich die bei meinem Freund so an den Waschtisch stelle. Das findet er, glaube ich, richtig nice. Ja, das riecht auch richtig toll. Dieser Amberduft kommt gut raus. Ich glaube, das wird der hart feiern. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Hä? Haben die sich vertan? Nee! Oh, passend dazu gibt es auch noch die Handcreme. Okay, mit 85 Milliliter auch aus dieser Precious Amber Reihe. Ja, ist natürlich super edel, wenn man das auch so zusammen hinstellt. Darf man dann nur nicht verwechseln. Ich weiß noch, ich hatte das mal auch irgendwie in Kombination bei mir stehen und meine Schwiegermama in Spee, Stiefschwiegermama in Spee, hat dann irgendwie ständig die Handcreme als Handseife verwendet und gesagt, Mensch, du hast aber eine sehr reichhaltige Seife bei dir stehen, ne? Das war witzig. Hier haben wir die Nummer 4. Hier ist was Kleines drin. Also bislang sind auch die Größen von den Produkten hier im Adventskalender jetzt nicht unbedingt geschrumpft. Ach, guck. Ach, guck mal, sowas haben wir hier auch drin enthalten. The Ritual of Namaste Renewing AHA Glow Mask. Da sind 15 Milliliter drin. Wusste ich nicht, dass Ritual sowas auch hat. Also die haben ja diese Ritual of Namaste Skincare-Linie. Oder auch eine Haircare-Linie. Da habe ich aktuell die Haarkur in Anwendung. Finde ich interessant. AHA, vorsichtig rantesten, ne? Aber ich finde es gut, dass es am 4. Dezember drin ist. Es ist ein chemisches Peeling. Hier ein Video zu chemischen Peelings, dass man da einfach auch so ein bisschen drauf achtet, wie man das anwendet, ne? Genau, weil das ist eigentlich super gut vom Wirkstoff her, aber man muss manchmal sich so ein bisschen rantesten. Christmas Harmony verspricht der 5. Dezember. Harmonie an Weihnachten? Kennt man das? The Ritual of Ayurveda, das ist ein Duschöl mit 75 Milliliter. Da haben wir diese indische Rose auch mit dabei. Also ein super angenehmer, toller Duft. Mag ich sehr, sehr gerne. Finde ich schön, doch. Und so Richtung Winterzeit kann man auch sehr gut Duschöle gebrauchen, weil die halt ein bisschen nährender sind. So, ne? Die geben ein bisschen mehr Rückfettung für die Haut. Nikolaus, der 6. Dezember. Hier haben wir sehr wahrscheinlich irgendwie so ein hier Body Mist oder so drin. Nee. Oh, sonst ist es immer in diesem Tannebäumchen. The Ritual of Karma. Das ist eine Overnight Body Mask. Wie interessant. Aha, mit Lotusblume und weißem Tee, 40 Milliliter. Also das wird dann wahrscheinlich auch noch eine etwas reichhaltigere Pflege sein. Auch sehr schön, das in Kombination zu machen. Ich bin Abendduscher, das heißt, ich würde erst das unter der Dusche verwenden und mir das dann halt auf den Körper geben. Sehr gut. Und das mag ich vom Duft her auch sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Der 7. Dezember. Ein Weihnachtsduft steht hier drauf. Oh, ist das neu? Suede Vanilla oder Suede Vanilla von der Private Collection Home Perfume. 50 Milliliter, das ist glaube ich auch ein bisschen kleiner als sonst, aber wie cool, dass sie so einen Vanilleduft haben. Ja, ich weiß, ist eigentlich total, ne, macht man nicht, aber ich mache das mal hier so drauf. Hallo, ach, das ist noch zu. Das finde ich ja schön. Vanilleduft, Leute. Wie geht das auf?
So? Ach so, zur Seite machen. Auf ein Duftstäbchen ein Raumparfum geben. Dinge gibt's, ne? Das riecht ein bisschen wie, weiß ich nicht, das hat was super Cremiges auch mit dabei. Wie Nivea Body Lotion riecht das auch ein bisschen, Leute. Weil, also diese Vanille rieche ich halt nicht. Das riecht für mich so ein bisschen floral. Und dann kommt da so diese total cremige Note mit. Hätte für mich ein bisschen mehr Vanille haben können. Aber es riecht gut. Wer aufgepasst hat, die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Ich hoffe nicht, dass sie macht, dass es kracht, um ehrlich zu sein. Denn das ist wieder ein Sonntag. Das heißt, wir haben hier auch wieder eine Kerze drin enthalten. Und das ist der Duft Wild Fig. Also... nein, es ist eine wilde Feige. Wer gerade was anderes gedacht hat, kann sich hier ein Video angucken und sich ein bisschen nicht abkühlen. Nein. Riecht halt sehr dezent, ne? Das ist halt so ein leichter Feigenduft, Leute. Ne? Wussten wir doch alle. In der Nummer 9 dürfen wir uns über Velvety Christmas freuen. Skincare, hallo. The Ritual of Namaste, Conscious Skincare, Velvety Smooth Cleansing Foam, 30 ml. Ja, das ist jetzt nicht super hochpreisig oder so. Ich habe das auch in klein schon mal da gehabt und auch leer gemacht. Kann man machen, ne? Ist für mich so zweiter Schritt vom Double Cleansing oder halt auch erster normaler, alleiniger Schritt von der Morgenreinigung einfach. Und ja, dadurch hast du halt einfach eine milde Gesichtsreinigung. Boah, die Cremigkeit kommt gerade noch mehr. Das ist richtig krass. Also wer halt gerne so Cremeduft mag, ne, weiß Bescheid. In der Nummer 10 darf es wieder mit einem Tannenbaum weitergehen. The Ritual of Sakura. Leute, das ist ein Deo. Interessant. Vermisst ihr auch so ein bisschen diese, eigentlich werden wir so zugeballert mit Körperpflege, vermisse ich, ne? Also ich finde es sehr, sehr cool, wie abwechslungsreich das bislang ist. Ja, das ist einfach ein Deo mit 50 Millilitern. Finde ich super, kann man immer gut gebrauchen. So ein Deo ist nicht weg, ne? Also ich schwitze immer, egal ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter. Und ich glaube, in der Weihnachtszeit kommen wir sowieso alle noch mal ein bisschen mehr ins Schwitzen. Der 11. Dezember enthält sicherlich etwas sehr schön Großes, weil es auch schön schwer ist. Oh, wieder ein Raumduft. Wie cool. The Ritual of Meer. Oh, das ist so ein guter Duft. Da haben wir einmal hier diesen Raumduft drin enthalten. Ist das nice, Mensch. Da haben wir 70 Milliliter drin. Das riecht auch immer sehr einfach angenehm. Ein richtig schöner Duft, den ich mir so auch im Badezimmer vorstelle. Das sind Duftstäbchen. Je mehr Duftstäbchen du reinsteckst, desto größer ist die Oberfläche von dem Produkt, was dann ja quasi aufgesogen und verdampft wird. Das heißt, desto intensiver ist der Duft. Wenn du halt nur einen kleinen Raum hast, wie ja zum Beispiel ein Gästebad oder so, dann nimm einfach nur 2 Duftstäbchen. Oder wenn du es halt ins Büro stellen möchtest, nimm dir auch nur 1 oder 2 Stäbchen. Dann hast du selber so ein bisschen was von dem Duft, aber er ist halt nicht so aufdringlich. Ne? Halbzeit, der 12. Dezember. Ich glaube, wir haben ja auch wieder Skincare drin. Nee, das ist das Shimmering Body Oil. Ja, ist auch immer in Adventskalendern vertreten. Mit 30 Millilitern haben wir das hier drin enthalten. Ich persönlich finde es ein bisschen zu schwer, zu ölig, ne, für mich persönlich. Und auch zu glitzernd. Das mag ich nicht so gerne. Aber man kann das, wenn man möchte, sich auch in die Haare geben. Sich überall hinmachen, wo man lustig ist. Ich persönlich, wie gesagt, finde es ein bisschen zu ölig. Also die erste Hälfte vom Adventskalender war super abwechslungsreich. Wir haben ja irgendwie alles gefühlt mit dabei. Und das finde ich richtig toll. Ich mag diesen Raumduft wirklich gerne. Jetzt kommt so langsam die Vanillenote raus, aber es ist halt nicht so diese klassische Bourbon-Vanille, die man kennt. Nicht so diese süße. Egal. Skincare ist mit am Start, Bodycare ist am Start, Hände werden gepflegt, was auch immer voll das Ding von Rituals ist. Richtig schön. Und hey, nicht ein einziger Duschschaum bislang. Also diese Brücken, die springen, ne? Das ist echt so. Der 13. Dezember. Oh, du bist aber klein. Nee, das sollte in einem 100-Euro-Adventskalender größer enthalten sein, meiner Meinung nach. The Ritual of Sakura Shampoo and Body Bar. Cherry Blossom and Rice Milk, 10 Gramm. Das ist also... Nee, nee, Leute. Das finde ich jetzt nicht cool. Mm-mm. Ja, ne? Kann bestimmt auch viel und ist bestimmt auch toll. Aber das in einem... 100-Euro-Adventskalender? Der 14. Dezember. Bist du wieder in Sonntag? Nee, bist du nicht. Du bist, oh, wie süß. Purifying, schön, Scalp Scrub and Shampoo. Shampooing Exfoliant mit Zuckerkristallen und Arganöl. 75 Milliliter. Das finde ich spannend. Ich verwende auch immer wieder so Kopfhautpeelings, ne? Kann ich immer ganz gut gebrauchen. Damit kann man einfach vieles nochmal so grundreinigen. Maximal einmal pro Woche verwende ich sowas. Vielleicht auch nur alle 2 Wochen. Aber schön, dass wir sowas mit drin haben. Das ist cool. Hier haben wir den 15. Dezember und das ist der 3. Sonntag. Ja, hier haben wir auch wieder eine Kerze enthalten und dann schauen wir mal, welchen Duft wir hier bekommen. Das ist Sweet Jasmine. Auch den mag ich sehr, sehr gerne. Ich mag gerne den Duft von Jasmin, also in, ne, generell auch so. Jasmin ist ein toller Duft und es riecht halt auch super schön blumig und leicht frisch. Am 16. Dezember gibt es jetzt wirklich was Großes für uns.
Und da haben wir ihn, unseren Duschschaum. Das ist, The Ritual of Hammam. Eher so etwas, was mein Freund verwenden wird. Refreshing Foaming Shower Gel. Und das ist mit Eukalyptus und Arganöl. 200 Milliliter sind hier drin enthalten. Wobei, auch da muss ich sagen, sowohl mein Freund als auch ich mögen das nicht so gerne, wenn man unter der Dusche quasi irgendwas drauf hat, was so sportlich frisch ist. Ne? Da sind wir halt beide nicht so viel zu haben. Ja, ne? Da merkst du halt, dass der Adventskalender halt für eine Familie oder für ein Paar gemacht ist, wo halt sowohl männliche als auch weibliche angedachte Sachen in Einklang miteinander sind und Einsatz finden. Der 17. Dezember, eine Woche vor Heiligabend, sind viele kleine Häuser in diesem Dorf. Elixir Collection, Keratin Recovery Hair Mask, die habe ich aktuell in Anwendung, Leute. Mit Keratin und Arganöl, 20 Milliliter sind hier drin enthalten. Ja, finde ich gut. Ne? Also die mag ich, die funktioniert bei mir offensichtlich schön. Also habe ich gestern Abend verwendet, läuft bei mir. Ne? Haarpflege wieder mit dabei. Schön. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier habe ich jetzt den 18. Dezember. Oh, haben die das echt wieder reingemacht? Okay. Die haben nämlich auch was für Wäsche. Und zwar Laundry Deluxe Softener and Scent Booster. The Ritual of Ying. Da sind 75 Milliliter drin. Das ist halt wie so ein Wäscheparfum. Das riecht halt echt toll und so. Aber ganz ehrlich, das muss nicht in dem Adventskalender drin sein. Die wollen sich damit repräsentieren, dass die halt auch zeigen, hey, guck mal, wir haben sogar was für deine Wäsche. Yay. Der 19. Dezember. Eine Handcreme. Ja, wir hatten wohl eine Handcreme. Ich wollte schon sagen, wir hatten noch gar keine Handcreme. Doch. Und zwar für die Männer ganz am Anfang. Recovery Hand Balm. Das ist für trockene Hände geeignet. 70 Milliliter sind hier drin. Und das ist ja die Sakura-Reihe, die ich persönlich sehr, sehr gerne mag. Und deswegen finde ich das schön, dass sie drin ist. Die ist auch ein bisschen reichhaltiger als andere der Handcremes von Rituals. Die haben ja so unterschiedliche. Manche sind so eher Lotion-mäßig. Und die ist ja zum Beispiel eher reichhaltiger. Ich habe hier gerade Mary Menstruation auf der Nummer 20 gelesen. Nein, Mary Moisturization quasi. Oh, das ist neu, oder? The Ritual of Hammam Body Lotion Mousse. Das gab es auch, aber von der Meerrichtung war das, ne? Eukalyptus und Arganöl, 30 Milliliter. Das heißt, hier haben wir dann auch eher so etwas Kühlendes. Würde ich jetzt auch so nicht verwenden, um ehrlich zu sein, weil mir das dann auch zu frisch wäre, gerade im Winter. Da möchte ich doch alles wohlig warm haben. Oh, die Nummer 21, hier steht drauf, more than just a bracelet, haben die hier Schmuck rein? Hat Ritual Schmuck im Sortiment? Ah, ja, hier ist Schmuck drin, ne? Tiny Miracles, zusammen mit Rituals. Möchte ich das in einem Adventskalender haben von Rituals? Weiß ich noch nicht, Leute. Naja, lieber als diesen komischen Puffel, den wir letztes Jahr überall mit drin hatten, wo man ja auch was drauf hätte sprühen können und dann verteilt sich das, aber das brauche ich halt nicht so haben, ne? Hier, das ist halt das gleiche Design, ne? More than just a bracelet. It helps make dreams come true. Ja, und du bist halt auch noch hier, kannst überall Rituals rumtragen, aber da ist auch eine Sonne auf der anderen Seite. Na, immerhin, guck mal, so sieht das aus. Bin ja nicht so der Armband-Fan, aber hier ist es halt drin. Dann hast du hier so Quasten. Ja, weiß ja nicht. Ist das schön in so einem Adventskalender? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich persönlich feiere das jetzt, glaube ich, nicht ganz so sehr. Der 22. Dezember ist tatsächlich auch der 4. Adventssonntag. Und da ist wieder eine Kerze drin. Unsere 4. und letzte Kerze. Sweet Vanilla. Schön. Da rieche ich den Duft nochmal. Sehr nice. Finde ich richtig toll. Also hier rieche ich den Duft auch mehr als hier. Ich weiß nicht. Den mag ich lieber. Aber das habe ich ja auch zum Beispiel mit dem Ritual of Sakura, ne? Das kann ich persönlich als Raumduft nicht so gut riechen. Schauen wir mal, was der 23. Dezember uns zu bieten hat. Das ist der Tag vor Heiligabend. Da geht es jetzt vielleicht noch so ein bisschen um den letzten Schliff, die letzte Pflege. Hier haben wir auch eine Bodycream drin. Sehr schön aus der Amsterdam Collection. 70 Milliliter sind hier drin. Und ich glaube, das kommt ganz gut, ne? Dass man einfach nochmal ein bisschen sich um sich selbst kümmert. Ein bisschen so Bodycare macht, sich duscht und dann halt so ein bisschen eine Kerze anmacht und dann nimmt man das und dann kann man sich damit eincremen und ist dann total super vorbereitet auf Heiligabend. Und da bin ich jetzt gespannt drauf, was in der 24 drin ist. Erfahrungsgemäß haben wir nämlich hier auch ganz gerne mal so ein bisschen irgendwie so einen Duft drin oder wir haben hier auch mal irgendwie eine Neuheit drin gehabt. Es gab tatsächlich schon Adventskalender, da hattest du einen Duschschaum in der 24. Das fand ich schon ein bisschen crazy. Oh. Finde ich aber nicht gut, wollte ich noch ergänzen. The Alchemy Collection Foaming Shower Gel, Amber und Myrrhe.
50 Milliliter. Wupp, wupp, du darfst an Heiligabend duschen. Und wahrscheinlich ist das sogar ein Duft, der eher so meinem Freund gefallen wird. Hm, absolut würzig. Das wird ihm sehr gut gefallen. Hm, ach Mann. Nee, das finde ich doof. Puh, Leute. Ich habe 100 Euro für diesen Adventskalender ausgegeben, der sicherlich sein Geld auch wert ist. Aber diesen Adventskalender einer Frau zu schenken, die vielleicht Single ist und den halt komplett alleine auspackt, ist, glaube ich, nicht so geil. Also hier sind ein paar Produkte drin, die dann, ne, vielleicht ein Mensch mitverwenden möchte, der etwas herbere Düfte mag. Und was ich aber positiv finde, ist, dass wir hier wirklich eine absolute Produktvielfalt bekommen. Das muss ich wirklich sagen. Auch sehr, sehr stark gestartet und wirklich, also das hat mir gefallen. Aber ich persönlich hätte diesen Adventskalender eher als die Variante für 79,90 Euro, also für die günstigere Variante gesehen, den ich noch gar nicht ausgepackt habe und wo ich noch gucken muss. Klar hast du hier manche größere Sachen drin, ein paar Klopper auch mit dabei. Ist auch schön, ja, aber halt nicht für 99,90 Euro, finde ich jetzt persönlich, ne? Ich habe den ja zuerst ausgepackt, ich habe noch nicht den großen ausgepackt, ich habe noch nicht den kleinen ausgepackt. Ich wollte erstmal gucken, was die goldene Mitte zu bieten hat. Und da muss ich sagen, schwierig. Wirklich schwierig. Auch dieses Mini-Shampoo und also weiß ich nicht. Wie seht ihr das? Ist das vielleicht einfach mehr Schein als Sein? Ich weiß es nicht. Ist das ein geschrumpfter Adventskalender? Ich weiß es nicht. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich bin hier nicht so happy mit. Also hätte ich den im Advent ausgepackt, hätte ich mich jeden Tag über diese Häuschen gefreut, ja. Aber nicht unbedingt über den Inhalt. Lasst mich gerne eure Meinung in den Kommentaren wissen. Da können wir uns super gerne austauschen. Und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.